Ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Doom Eternal. Map 9, die Fortsetzung. So, wo wir gerade beim Thema Fortsetzung sind. Eternal. Genau das. Yes, we can. So, easy. Ich sollte vielleicht mal gucken, nicht dass so wie ist wie letztens. Die Kamera läuft. Auch wenn die ganz schön stark hat, aber ist heute ultra bewölkt. Ne, gestern war schon wieder der wärmste Tag. Ultra warm. Und heute schon wieder komplett kacke. Naja. Nein, das da. So. Genau, hier waren wir, da haben wir gerade, da müssen noch ein paar Kakuliban kommen, soweit ich weiß. Also gehört habe ich sie gerade schon. Wasserfälle aus Lava. Ist da eine Texturfehler irgendwie, oder? Klar, das kann durchaus kommen, weil ich ja dieses... Habe ich ja Texture Pack aktiviert? Also HD Texture Pack? Muss man das kurz gucken. La la la, Blumen... Nee, HD Texture Pack habe ich nicht aktiviert. Dann kann es natürlich sein, dass es vom Brutal Doom kommt. Weil Brutal Doom ersetzt ja selber auch ein paar Texturen, um die zu schöner zu machen halt. Und kann natürlich sein, dass wenn eine P-Rod, also hier halt so eine Mod, so Map Pack halt eine Texturen macht, dass diese dann wieder von Brutal Doom wieder quasi zurück überschrieben werden. Load Game. Das ist halt leider, ist halt ein bisschen blöd. Aber gut. Ja, kann man mitleben. So, wo müssen wir jetzt weiter? Ach, hier geht's ja hoch. Oh! Möchte ich hier sein oder eher nicht so? Hä? Bin ich hier gerade? Einfach rauskommen. Okay. Wo kommst du denn jetzt her? Aber teleportieren sie sich hier rein oder komme ich von dir? Okay. Hätte ich gerade springen müssen? Oder vielleicht auch Swave Running? Nee, ist zu lang für Swave Running. Da musst du springen. Oder halt die Treppe benutzen. So, ganz ehrlich,
Gib mir so shit. So. Jetzt bin ich. Kannst du mir auch mal geben? Dankeschön. Jetzt bin ich. Hier. Ach, ich komme hier quasi nur über die Teleporter hin. Ah, okay. Das heißt, das hier war kein Secret, sondern das hätte ich früher oder später eh finden müssen. Das hätte ich nicht weitergekommen. Oder sonst wäre ich nicht weitergekommen. Ist ja nett. Eigentlich haben wir das gleich gefunden. Sonst hätte ich hier wieder 3 Stunden rumgerannt. Sonst wäre ich wieder. Alter, das ist immer. Oh, ey. Ich sollte einfach ins Bett gehen. Die vorige Aufnahme war schon echt. Ne? Und die hier wird gerade nicht besser. So, da ist ein Secret. Da ist eine Tür. Weil hier komme ich normalerweise nicht lang. Das heißt, es muss tatsächlich irgendeinen Weg geben. Ach du Scheiße. Nein. Mann. Arsch. Wie ich da hinkomme. Stirb halt einfach. Hallo? Oha! Würde was? Wurde? Ach da oben. Ich hasse euch alle. Digga, von 3 Seiten greifen die hier an. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe Frauen und Kinder, tötet die. Reicht mir. Jetzt kommst du weg. Dann kommst du weg. Warum bist du jetzt da? Jetzt reicht mir. Also jetzt ist aber hier, ne? Jetzt ist hier Feierabend. Stirb du? Ah! Ich hau dich. Was ist hier los? Oh. Ist doch hier alles gefickt? Geht doch. Knall ihn ab. Ah, nee. Ja, kommt alle her. Macht euch halt hier fertig. Thanks. Mami. Was? Leck mich doch. Digga! Ach so! Hier kommt er durch. Oh, leck mich doch. Wow! Meine schöne Rüstung, die war neu. Boah, Alter. Mach dich kacke. Du auch. Weg mit dir. Ist er noch da? Boah, Alter, ne? Ja. Kann ich sie nicht mit erledigen? Ja. Na komm, schieb. So, ich muss hier, damit ich nach rechts flüchten kann und dann. Nee. Der jetzt wird mit dem Shotgunner, mit dem Raketenwerfer überhaupt nichts. Dafür ist er viel zu weit weg. Ich muss ihn also wohl oder übel mit erledigen. Oh! Na komm her, Mistgeburt. Danke dafür, Arschloch. Es liegen so viele Raketen rum und ich kann die alle immer nicht einsetzen. Wegen Ballbaum. Noch einer? Wo der? Ach, da oben! Alter, so langsam, ne? Arschloch. Was ist denn hier los? Kommt ihr wie gerufen? Was ist hier? Achso. Oh, Plasma. Keine Secret. Oh! Wow! Haben wir schon eine doppelte? Ja, haben wir auch schon. Lol. Haben wir jetzt schon. Schön Plasma-Waffen. Sehr schön. The question is, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben eine gelbe Karte bekommen. Das heißt, wir müssen. Ah, da ist ein Schalter. Hä? Hallo?
Yay! Yay! Tja, also, ich weiß nicht, irgendwie korrigiert da nichts. Also, ne, wir haben jetzt gerade alles probiert, was wir konnten. Der Schalter scheint sich nichts zu tun. Scheint nichts zu tun. Also, wenn wir den Glück klicken müssten, ich habe alles getan, ne? Ich habe auch nicht dieses komische, dieses Commander Keen Song. Wisst ihr, was geschieht immer ganz kurz? ID Cleave? Wow. Hä? ID Cleave. Hallo? Was ist hier gerade los? Boah, mein Rechner ist ja gerade. Hä? Spinne ich oder bin ich einfach nur blöd? So, No Clip. Ne, hier ist nichts dahinter. Kein Commander Keen, kein gar nichts. Ha! Ich bin offen gesagt verwirrt. Oder haben wir den Schalter schon mal aktiviert irgendwann? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir bei der Fläche hier noch nicht. Bist du bescheuert, Alter? So, okay. Das heißt, ach ja, wir haben jetzt hier die Computerkarte bekommen, ne? Geil und Mato. Okay, wir haben. Oh, da hinten ist noch ein kleiner Raum. Haben wir noch welche Secrets? Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir zuallererst dahin, zu dem kleinen grauen Kasten, der da noch ist. Das heißt, wir müssen. Kriegen wir raus. Da wo wir die Aufnahme hier gerade. Ach, da hinten. Wo sind die denn? Haben wir noch Shotgun-Munition irgendwo rumliegen? Nee, ne? Ach so, das ist noch in dem Raum, den wir noch nicht erkundet haben. Da nehme ich. What the fuck? Och nö, jetzt kommen noch mehr hier. Ah, danke schön. Stimmt, das war ja die Map, wo so extrem viel Shotgun-Munition rumliegt. Was geil ist, weil wir haben den ganzen Menge verbraucht. Aber. Na, kommt her. Ihr habt genug für euch alle. Bitches. Wo seid ihr denn jetzt? Ja, jetzt hier muss ich hier noch mehr rein. Können die bitte hier drin sind, erstmal herkommen? Ups, das war grad dumm. Mann, ey, jetzt haben sich hier vier rein teleportiert, aber alle vier sind weg. Ist ja mal geil. Wow, fuck. Was sind denn die alle? Keiner drin. Boah! Diese Rumlinienkisten, die machen mich gaga, du scheiß Ding, du. Haben wir hier irgendwas, womit wir erstmal hier unsere Munition aufladen können, damit wir nicht dort hier irgendwas aus Versehen mit aufnehmen? Nee, ne? Wäre auch zu schön. So, hier da ist noch ein Secret-Raum. Aber hier hat man doch schon alles probiert und hier gibt es noch keinen Secret-Raum. Hä? Sehr suspekt das Ganze, sehr suspekt. Also da ist noch was, aber wir kommen da erstmal nicht hin. Gibt's hier nirgendwo Clips? Bisschen scharfe Munition? Mann, Alter, dass man immer auf alles aufpassen muss, ist doch nicht mal normal. So, also wir wissen, dass wir hier hin. Wisst ihr, was hier kommt, ganz ehrlich. Trab an, Mädel. Wow, einer hat schon nicht getroffen. Wow, nicht hängen bleiben. Hm.
Wasserverschwendung. Danke. Ah ja. Das war Billo. So, okay, also. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Waffe hier, weil davon liegt gerade haufenweise Munition rum, die wir immer aus Versehen einsammeln. Was nicht schön ist. Wow, wow. Diese Mikroruckler. Gott, ist mein Arbeitsspeicher schon wieder voll, oder was? Ist ja hier schlimm. Selber, du Arschloch, du Mistgeburt, du kleiner Motherfucker. Oh! Ey, das ist hier sowas von alles an Hexen angelehnt. Die gesamte Struktur hier, die ganzen Texturen, das hier alles, habe ich ja auch schon gesagt, die sieht auch aus wie Hexen. Und das hier ist 1:1 von Hexen geklaut. Das sind genau die Muster, die bei Hexen in dem einen Level vorkommen, wo man da dieses Muster nachlegen ist. Das ist quasi so ein Level, da bekommt man eins vorgelegt. In so einem Raum, da kommt eine Falle und man hat dann alle zur Auswahl. Und das, was man zuerst gesehen hat, muss man dann bei den anderen auswählen. Damit man praktisch die Falle deaktivieren kann. Ja, ist geil. Und es gibt genau diese Texturen. Klingt gerade so, als wenn ich mich darüber aufregen würde. Also. Natürlich nicht. Aber es hält halt auf. Die Map ist halt einfach ultra geil. Und vor allem auch hier mit den Bannern. Vor allem das Kranke ist halt, das ist alles hier Vanilla Doom, ne? Das ist einfach so fucking awesome. Es gibt so viele gute Map Packs, die alle mit Vanilla Doom funktioniert hätten. Und ich bekomme so langsam so das Gefühl, also das Gefühl macht sich halt bei mir breit. Ne, zum einen ist Doom und Doom 2 ultra geil. Keine Frage. Aber wenn man denn hier diese ganzen Map Packs sieht, die es noch so gibt, ja? Die hier zum Beispiel. Dann stellt man sich irgendwann immer die Frage, wenn es solche Map Packs gibt, dann hätte man Doom und Doom 2 garantiert auch noch drastisch verbessern können. Weil wie gesagt, Doom 1 und Doom 2 sind zwar ultra cool und aus damaliger Sicht, wo ich es damit gespielt hatte, aber verglichen hiermit, ist das denn tatsächlich irgendwie ein Witz. Und das wäre mit der alten Engine auch gegangen, weil, wie gesagt, dieses Map Pack ist für die alte Engine. Es ist also nicht mal Limit Removed oder sowas, sondern es ist wirklich 1:1 auf der originalen Doom Engine lauffähig. Soweit ich weiß. Hoffentlich lehne ich mich jetzt nicht bei meinen Aussagen so weit aus dem Fenster, aber glaube funktioniert das direkt mit der Vanilla-Map. Also die ersten Levels auf jeden Fall, weil die habe ich bereits mit Vanilla Doom gespielt. Ich weiß nur nicht, ob alle Maps Vanilla Doom kompatibel sind oder ob man für bestimmte Levels Limit Removing Port braucht. Naja, komm her. Och nö. Wieder unsere Lieblingsarschlöcher. Aha, nicht getroffen, stark getroffen. Deine Mistgeburt. Ich werde gefickt, hab deine Schwester. Plusquam perfekt, Bitch. Hallo, ist hier jemand? Uah. Ich verteile Pizza. Wer will? Da sind die mit einer Shotgun. Danke dafür. So, das war Kakodemon. Treib an, Mädel. Ich habe genug Champignons für alle. Hä? Mach einfach die Runde rum oder was? Was ist hier los? So, gibt's hier noch mehr? Ja, ich höre noch einen Shotgun oder einen anderen Zombie. Ich bleib mal bei der Waffe hier. Wobei, die wollten mit der hier bleiben. Jäger! Was ist denn hier alles zugesockt? Och nö, der lebt natürlich wieder noch. Oh. Komm, schieß! Jawohl! Hä? Geht doch! Dachte gerade schon, was ist hier los? Oh, Mädel, komm halt runter!
So, sind auch wieder welche. Ah, da war noch ein Händler. Wie ist das denn gerade? Nee, komm her. So, dich nehme ich mal mit. Dankeschön. An die komme ich erstmal nicht ran. So, da wird man wieder ein bisschen Shotgun benutzen, weil wir haben mittlerweile nur noch, also wir haben Defizit von fast 200 an Clips. Man muss ja auch nicht übertreiben. Ui! Wie viele Raketen hier einfach rumliegen. Ach komm her. Oh, wir haben mittlerweile fast die gesamte Map erkundet. Hä? Oh, falsche Seite. Hier. Kannst du da bitte herkommen? Was ist hier los? Sag mal. Hallo? Oh. Mami! Okay. Ist wieder aufgeladen. Was? Boah! Boah, Alter! Was ist das denn für eine Kacke? Oh. Okay, jetzt auf der anderen Seite gehen. Die hinten alle erledigen. Wo bist denn du? Da bist du ja. What the fuck? Ist das ein roter? Nee, ist ein normaler. Gut. Dann brauche ich keine Raketen. Um so einen Stümper zu erledigen, brauche ich keine Raketen. So, jetzt gucken wir noch, ob hier noch einer drin ist. Ja, die sehen uns natürlich wieder. Hinter Bücherregal, ernsthaft jetzt? Wow. Die teleportieren sich sicher wieder alle rein hier. Wow. Guck mal hier da hinten an. Hä, wo ist mein Cross her? Ach, da. Thank you.
So, jetzt kommen hier die netten Herren von dem, ja, netten Herren Gesangsverein. Oh, hier sind teleportieren sich schon wieder haufenweise Leute rein. Mann, ey. Das ist nicht mehr gesund hier. Geht doch. Kleine Waffen komme ich natürlich wieder nicht ran. Ach man, oh. Oh, Plasma. Dankeschön. So, jetzt schon zur anderen Seite. Jetzt kann ich da endlich mal aufräumen. God damn it. Hallo? Sieht gut aus. So, dann haben wir hoffentlich auch alle erledigt. Die Frage ist, wo muss ich hin? Also da unten ist noch ein kleiner grauer Raum. Oh ja, was ist denn jetzt hier? Hier gehe ich mal erstmal dahin. Hä? Na klar, gehen wir einfach mal durchs Fenster. Juhu. So, jetzt wird über den was getan. Nein. Doch! Nein. Also ist da zwar was aufgegangen, aber das ist nichts, wo wir reingehen können, sondern da kommen wir wahrscheinlich raus. Ah, ich sehe schon, da sind doch kleine Räume. Ah, okay. Ja, okay, gut. Das ist natürlich wieder supi-tupi awkward. Haben wir noch mehr hier, ne? Danke. Können wir langsam mal gebrauchen. So, also müssen wir hier auf den anderen Seiten, hier sind immer Türen. Ja, wo man die auch erkennt. Alter. Arschlöcher. Ach, kommst du gar nicht rein. Ach Mann, oh. Hab ich noch irgendwas vergessen oder so? Seltsam, seltsam. Dürfen wir nochmal alle vier Räume hier absuchen, ob wir hier irgendwie einen Schalter übersehen haben? Okay. Auch hier nichts. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ist hier noch was, was ich übersehen habe? Oh, ja, zum Beispiel ein dicker kleiner Ronny. Danke dafür. Ja, sag mal, was ist denn hier los? So, bei der Seite waren wir schon mal. Wenn wir jetzt mal zu der anderen Seite gucken, ob wir das Ding da aufmachen können, aber wahrscheinlich auch nicht. Nee. Okay. Gucken wir mal uns ein bisschen um. Also hier ist noch was Blaues irgendwie. Kriegen wir aber auch nicht auf. So, das heißt, ist noch irgendwo etwas, wo wir nicht waren. Nö. Überall, wo wir hinkommen, waren wir auch schon.
Machen wir mal eine kleine Schießprobe. Nope, eher nicht so. Oder muss er hier wieder was machen? Nee, auch nicht. Sage mal. Bin gerade ein bisschen am Ende von meinem Latein. Am Ende ist es wieder dieser Schalter, den ich vorhin als Knopf gedrückt habe, wo sich nichts getan hat. Weil mehr finde ich hier halt auch nicht. Vor allem irgendwo muss jetzt Ende sein, irgendwo muss das Ziel sein. Und hier ist nicht mal irgendwie was ein Ziel sein könnte. Ich gehe mal nochmal zum Anfang der Map. Vielleicht hat sich da irgendwas getan. Danke. Ach komm. Danke. Vielleicht hat sich ja hier irgendwas getan. Das fangen wir noch nicht zu wissen. Aber auch nicht was. So, die war ja auch eigentlich erstmal nichts, hat irgendwo auf ein Ende hindeutet. Aber hier muss doch irgendwas sein, irgendwie war. Bin ich jetzt bescheuert? Kriege ich hier Synapsen? Kriege ich hier, weiß nicht, mal. Okay, ich habe absolut keinen Plan, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, das wird mittlerweile schon aufgefallen sein. Bleibt es bloß nochmal übrig, um nochmal über nachzugucken. Wir haben auch noch fast 20 Gegner vor uns, und da unten waren wir auch noch nicht drin. Ach, das ist der kleine Raum. Ah! Okay, gut. Also werden wir. Also kommen wir da auch nicht weg, sondern müssen da irgendwie hin teleportiert werden. Es gibt also auch auf jeden Fall noch Teleporter. Wahrscheinlich ist das da oben in dem Raum da drüber, wo wir gerade versucht haben, die Tür aufzumachen. Genau dieser Teleporter. Doch die Frage ist, wo müssen wir hin? Und hier dieser Schalter, der macht mich ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Kann es sein, dass der Schalter hier auch wieder nicht funktioniert? Oder nicht so, wie wir es gehofft haben? So, mal gucken, ob das Ding auch auf die Feinde der Tür geöffnet hat. Die hat die nicht geöffnet? Ne, hat sie nicht geöffnet. So. Nope. Nope. Ja, sag mal. Doch gar nicht. Wo zum Geier müssen wir denn hin? Wisst ihr was? Ja, da gibt es noch so einige Räume. Hier gibt es noch so einige, wo wir hin müssen. Da unten auch.
Boah, Alter. Die Frage ist, wo aktivieren wir die ganzen Sachen? Also bei dem Raum geht nach links und nach rechts was weg. Bei dem Raum geht nach links dreimal was weg. Das sieht aber alles aus wie Fallen, wo da Monster drin sind. Aber diese kleinen Räume, da ist auch noch was drin. Also müssen wir da auch definitiv rein. Oder irgendwas muss da raus. Wir gehen mal nochmal zur Mitte. Achso, jetzt mal wieder hier ein CDET. Dankeschön. Wir gehen mal nochmal zur goldenen Mitte. Gucken mal, ob wir da was finden. Aber die Mitte habe ich noch nicht ganz in Augenschein genommen, fällt mir gerade ein. Die haben wir erstmal getrost immer ignoriert. So, gibt es hier irgendwas, wo man reinkommt? Nein. Ja, genau, diese weißen Striche sind. Diese weißen Striche sind immer die Fenster. Also hier die Hohl, die Löcher da. Das, wo keine Fenster sind. Ja, sag mal, ist doch jetzt hier, ne? Hier, diese ganzen Dinger, das sind alles, da sind alles überall wahrscheinlich noch Monster hinter. Ja, hier sieht man auch schon die Kanten. Nur wie kommen wir da rein? So, warte mal kurz, gehen wir nochmal hier rein. Ne, kommen wir auch nicht rein. Ja, sag mal. Momente mal. Das wäre so richtig hexenmäßig. Dass man von hier aus in irgendwelche Schirmfenster schießen muss. Zumindest war das Fenster gerade schon kaputt. Nee, noch habe ich nichts geöffnet. Da, das Fenster ist nämlich kaputt. Alle anderen sind aber heile. Ach, da ist eine Tür. Wie kommen wir da rein? Du musst ja hier, von hier aus sieht man die Tür auf jeden Fall. Genau. Aber hier ist kein Schalter oder sowas, wo man da reinkommt. Gegen Schießen geht auch nicht. Also ich schätze mal, man muss erstmal irgendwas aus, von dem Fenster aus machen. Nur gegen Schießen hat er nichts gebracht bisher. Ich versuche mal mit einer Rakete. Ah ne, das ist eine Tür, das ist eine Tür, die man da von anderen Seite öffnet. Damit stellt sich dann die Frage, wie man da reinkommt. Haben wir irgendwas übersehen? Ein Schalter oder so? Oh Leute. Jetzt wisst ihr, warum ich mit euch kein Hexen-Let's Play mache. Diese ganzen Rätsel sind echt was für mich. Irgendwie. Irgendwie komme ich nicht drauf. So, wir gehen mal in den anderen Raum. So, weil hier gab es ja zwei Sachen. Einmal gibt es hier auf der Seite was. Kriegen wir aber auch nichts auf und hier auch nichts. Mal, wollte ich jetzt hier verarschen? Da ist doch Betrug. Oh, hier ist was zu. Warum ist da was zu? Ist da irgendwas? Ach so, klar, ja, das ist gar kein Durchgang gedacht, aber auf der anderen Seite, wo man da durchkommt.
Auch nicht. Oh. Schön mal Munition einsammeln. Ist aber auch nicht das, was wir brauchen. Boah, Leute, ich bin gerade echt überfragt. Okay, ich sehe gerade, da links ist irgendwie ein Eingang oder so. Also von mir aus gesehen rechts. So, jetzt quasi direkt rechts da, genau da. Da ist irgendwie ein Eingang oder so. Gucken wir mal nochmal da lang. Beziehungsweise da bin ich so schneller. Hier hatten wir ja gespeichert gehabt, genau. So, da ist irgendwie... Hier. Ach, Fenster. Ja, da war der Shotgunner. Boah, Alter, das ist doch hier nicht mehr normal. Wir müssen hier doch irgendwo irgendwas machen. Und ich komme nicht drauf. Hier oben ist der Teleporter. Gut, wir gehen mal zum Anfang der Map. Zum 20.000. Mal. Ach ja, erstmal Teleporter. Wo ist ein Teleporter? Da? Da. Das war gerade dumm, lass mich wetten. Okay, wisst ihr was? So, gucken wir nochmal hier lang. Oh ja. Achso, sind hier die Fahrstühle in der Mitte. Ah gut, okay. Hat also auch nicht allzu viel gebracht. Haben wir auch schon geguckt, hier ist auch nichts. Auf der Seite waren wir auch schon. Jetzt geht's doch gar nicht. Doch hier. Ach, komm jetzt. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen verarscht, ne? Es fehlen noch gut 30. Nein, nee. 15 Gegner ungefähr. Also es fehlen noch ein paar Gegner. Da ist was, wo wir rein können, aber. Also, da ist zumindest eine Tür. Ich meine, wo die Gegner sind, wissen wir ja. Und zwar in den ganzen Seitenräumen, wo wir da überall nicht rein können. Die Frage ist, wie können wir da rein? Da muss doch irgendwo irgendwas sein, wo ein Schalter ist, den wir noch nicht ausgelöst haben. Aber ich sehe nur vor, wenn der eigentlich ein dunklen Schalter aussieht. Boah, dieses Feuer, das heute das Feuer so viel Kraft machen muss. Danke, ich gebe auf den Sack. So.
Okay. So. Frage Nummer 1. Müssen wir hier rein? Ja, wir müssen da rein. Da wäre dann hier eine Tür. Genau, hier wäre eine Tür. Frage Nummer 2. Wie kommen wir hier rein? Wahrscheinlich teleportieren. Frage Nummer 3. Von wo teleportieren? Ja, komm. Wahrscheinlich von hier? Ja, von da. So. Da wäre die nächste Frage wieder. Wie kommen wir da rein? Wie öffnen wir diese Räume? Da wäre am naheliegendsten... dass wir erstmal hier in einen von den Dingern rein müssten. Ja, alles fallen, wie ich sagte. Das hier allerdings nicht. Hier ist gar nichts. Okay, das ist seltsam. Ach! Hey, Moment mal, komm mal. Hä? Nee. Nee, kann man nicht durchlaufen. Kann man schießen. War da ein Monster drin oder so? Ha. Gehört auf jeden Fall auch nicht zu uns. Gucken wir mal jetzt bei der anderen Seite. Ah, hier sind auch nur Monster drin. Kein Teleporter. Hier auch. Und hier ist wieder leer. Ja, kann man auch wieder durchschießen. Also hier waren auch wieder Monster drin. So, der nächste Raum, der mich nicht ganz gewollt ist, ist der hier. Hier ist gar nichts. Hier ist... Achso, okay, das ist das Ding, genau. So, hier waren die Kakodemon drinne. Hier dürfte also auch nichts mehr sein. Genau. So, das heißt, der einzige Ort, wo wir noch nicht waren. Ich guck mal hier. Aber hier war, glaube ich, nur der Teleporter. War hier hinter irgendwas? Ja, hier hinter ist tatsächlich was. Die Frage ist, kann man da hinschießen? Nein, kann man nicht. So, der einzige Raum, wo wir noch nicht waren, ist der hier. Hier kommen wir rein, hier ist ein Teleporter. Ach, das ist das Ziel. Okay. Gut, also müssen wir auf jeden Fall da rein. Die Frage, die ich mir mal stelle, ist, wie kommen wir da rein? Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieser Schalter hier irgendwas macht. Das heißt, wir werden mal die Map nochmal in, Quizvideo starten. Welche Map war das jetzt? Die Map 9. ID Clef 09. ID DQD. ID Clip. Ja, das war's. Achso, ID DT. Damit wir auch wissen, was wir okay, der Schalter war rot, der hat schon. Der Schalter war rot und jetzt ist er grau. Das heißt, wir haben ihn auf jeden Fall bereits aktiviert. Bei uns ist der Schalter grau. Dann kann es also nicht. Ah, okay. Das war also auch eine Falle.
Was kam gerade das Spektrum raus? Aber auch hier ist also nichts, was wir nicht bereits haben oder gehabt haben. Und dennoch... Ah, auch hier... Ne. Na, seht ihr, hier ist das Wasser nämlich blau. Und die Textur wird aber dann vom Brutal Doom wieder ersetzt gegen eine Lava-Textur. Genau, hier war das mit dem Revenants, genau. Tja, also erklärt mich bitte schön viel bescheuert, aber ich komme hier nicht drauf, wo wir weiter müssen. Ah, genau, hier kommen die Viecher raus. Aber auch hier gehen die Dinger nicht auf. Das heißt, es muss irgendwas sein, womit man die Dinger aktivieren kann. Die Frage ist nur, was und wo. Und wie gesagt, die Map haben wir komplett erkundet. Alle Schalter haben wir soweit gedrückt. Der Schalter hier ist auch schon aktiv, weil man hat ja gesehen, am Anfang war der rot und jetzt ist er grau. Das heißt, wir haben den Schalter bereits gedrückt. Also daran kann es diesmal auch nicht liegen. Sondern es muss tatsächlich wieder irgendwas sein, was noch nicht gemacht wurde. Ich bin mir sicher, dass wir hier irgendwie rein müssen. Und so wie ich das sehe, wenn wir hier rein teleportiert. Die Frage ist nur, wie werden wir dahin? Ja, ja. Von wo? Also. Von wo weiß ich ja auch schon. Also, kann ich nur denken. Nur halt die Sachen gehen also nicht auf. Ich habe echt keinen Plan, wie wir jetzt hier weiter verfahren sollen. Das Ganze geht schon eine Stunde. Eigentlich habe ich es mir aufgeteilt in zwei Folgen. Boah, Alter, die Map ist doch so cool. Und jetzt hängen wir uns hier wieder auf? Ernsthaft? Das kann doch nicht angehen. Vor allem, wo hängen wir uns auf? Hier ist doch nichts mehr. Ich meine, wir haben sogar eine fucking Automap. Und auch die hilft uns nicht weiter. Der ist so deprimierend.
Okay, ich würde mal sagen, wie gesagt, die Aufnahme geht schon wieder länger als eine Stunde. Ja. Da bleibt uns tatsächlich nichts anderes übrig, als die Sache an der Stelle abzubrechen. Alter. Aber ja, wir können halt jetzt gerade nichts anderes machen. Außer ich finde halt irgendwo den Fehler. Aber das kann halt wirklich überall sein. Jetzt verlaufe ich sogar schon beim Weg nach Hause. Gut, das heißt, wir gehen erst hier unten rein. So, aufgeladen ist ja alles bei uns. So, dann gehen wir hier unten rein und dann war's das. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Puh. Echt verrückt. Na gut, was soll's. Kann man nichts ändern. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V.